Ja, hallo, ihr Lieben, Christian Schumacher, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter und so fort. Ja, heute haben wir mal wieder eine Mail, wo es noch kein Dreieck gibt, aber es steht so die Möglichkeit im Raum, es könnte irgendwie ein Dreieck geben. Was kann man da denn machen? Weil, also, dass man sich mal in jemand anders verliebt, wenn man in einer langjährigen Beziehung ist, ich glaube, das kann keiner ausschließen für sich. Ich wiederhole auch immer wieder gerne, ich meine, man sagt so 50% der Menschen gehen mal in ihrem Leben fremd. Da kann man ja, also es ist immer so eine schwierige Sache. Man darf es dann deswegen nicht zu sehr pathologisieren, weil, wie gesagt, als Menschen haben zwei Sexualstrategien. Eine ist halt eher so, ja, monogam, seriell monogame Beziehungen und eine ist eben Fremdgehen. Aber gut, ich meine, da entsteht natürlich so viel Leid durch, dass ich immer der Meinung bin, da muss das eben kommuniziert werden oder man muss da irgendeinen Umgang mit finden. Aber das dann immer so, immer wieder heimlich auszuleben, finde ich jetzt nicht so ein gesellschaftlich schönes Ziel, ich sag's mal so. Aber was macht man denn nun, wenn man sich in jemanden verknallt hat? Und ich glaube, denke ich an eine ganz gute Mail von Anna Stefkola. Lieber Christian, nun schlage ich, weiblich Ende 40, mich seit acht Jahren, oh mein Gott, mit einem wirklich bescheuerten Problem herum. Hatte alles versucht, vergeblich, aber dann bin ich auf dich und deine Kurse gekommen und es kommt endlich was in Bewegung. Vielen Dank dafür. Ich habe mich trotz meiner ruhigen, glücklichen, sehr erfüllten und sehr langjährigen Beziehung in einen anderen Mann verliebt. Jetzt aber nicht 8 Jahre lang, oder? Ach, das ist mir jetzt gerade ein bisschen schockt. Anfangs dachte ich, haha, kein Problem, sowas kann mal passieren, das setze ich einfach aus. Das Gefühl hat sich aber nicht verabschiedet, sondern im Laufe der Jahre nur intensiviert. Also wenn man sowas liest, dann weiß man, es kann nur mit Kontakt zusammenhängen. Ne? Solange es nicht einen andauernden Kontakt gibt, ist das zumindest deutlich seltener. Das ist halt so, wenn man jemanden immer wieder sieht, den man eigentlich irgendwie gut findet und naja. Ich kenne jemanden aus einem beruflichen Kontext und habe alle paar Monate mit ihm zu tun. Dazwischen immer mal wieder Mails, Telefonate, WhatsApps. Der Anlass zur Kontaktaufnahme ist immer beruflich, aber allein die WhatsApp-Sache ist für mich eher ungewöhnlich, da ich dieses Medium eigentlich nur privat nutze. Okay, also wahrscheinlich gibt es schon irgendeine Flirt-Ebene so ansatzweise, könnte ich mir vorstellen. Ja, wie gesagt, das kann alles passieren, ne? Das ist halt so, ich gucke auch ab und zu mal so Reels oder TikToks von dieser Esther Perel, die ist ja sehr angesagt. Die ist immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so ein bisschen nachsichtiger, was diese ganzen Affärengeschichten angeht. Also nicht, dass sie jetzt sagt, die wäre dafür, glaube ich, aber so, die hat da immer sehr viel Verständnis für und ich kann diese Position auch irgendwie nachvollziehen, weil, wie gesagt, das gehört scheinbar irgendwie zur Gesellschaft dazu. Man muss da irgendwie einen Umgang mit finden. Das ist halt auch eine Seite, die man sich angucken kann. Ne? Aber gut, noch ist ja nicht viel passiert. Ich war mir ziemlich sicher, dass der Mann nicht zu meinen Gefühlen ahnt und sich darüber hinaus nicht weiter für mich interessiert. Wir haben beide Partner und Familie. Als das mit dem Aussitzen nicht geklappt hat, habe ich alles versucht, was einem sonst so einfällt. Verdrängen, ablenken. Also helfen tut er nur eins und das ist Nullkontakt. Beziehungsweise, wenn das nicht geht, diese ganze Grey-Rock-Schiene, also so knallharter Kontakt runterfahren aufs absolut Notwendigste, nichts Privates. Und ja, die Tools aus Modul 0, ne, Umprogrammierung des Liebeschips, Bänder trennen, Rote Kreuzübung und so weiter und so weiter. Verdrängen, ablenken, vermehrt Kontakt suchen und die freundschaftliche Ebene betonen, das funktioniert definitiv nicht. Kontakt einschränken und sich von mir aus nicht mehr melden, sprich monatelange Funkstille. Ja, aber solange das da noch drin hängt mit, wir sehen uns bald wieder und auch innerlich vielleicht nicht so eine absolute Klarheit ist, dass das irgendwie nichts ist. Ja, aber wie gesagt, ich wollte heute mal ein bisschen betonen, dass ich das auch verstehen kann, dass einem sowas passiert und das gehört schon so zu den allgemeinen menschlichen Problemen dazu und das kann einen schon, obwohl man nicht fremdgehen will, kann einen das durchaus
Kann ich wirklich verstehen, vom Podest, also vom Podest sag ich schon, so aus der Verankerung holen, den Boden unter Füßen wegziehen, man weiß nicht, was man machen soll. Ja, richtig darauf eingehen will man auch nicht. Und also, es ist wirklich schwierig und nicht immer ganz klar, was jetzt so die richtige Lösung ist. Also, man kann natürlich auch sagen, ja, ist mir scheißegal, ich lebe das jetzt. Das betont, wie gesagt, diese Esther Perel immer sehr, dieses. Diese positiven Seiten davon, ich glaube jetzt nicht, dass sie, sag mal, sowas ausleben, aber dieses, diese Lebendigkeit spüren, sich verlieben, verknallt sein, also das kann man auch mal beleuchten. So. Zu einem Therapeuten gehen, meine Beziehung hinterfragen, ja, das muss nicht, also kann schon durchaus ausreichen, dass man so eine Neigung hat zu so Thrill- und Drama-Beziehungen und die eigene Beziehung, was ja eigentlich gut ist, ruhig ist, vielleicht mal ein bisschen langweilig, eigentlich so wie es sein soll, gut, stabil. Das kann schon manchmal reichen, dass das, ja, dass einfach dieses Thrillige da nicht da ist und dass man dann irgendwie meint, man bräuchte das so. Ne? Deswegen muss die Beziehung nicht schlecht sein. Ganz im Gegenteil, das kann einem, wenn man, wie gesagt, diese Neigung dazu hat, kann das gerade in guten Beziehungen passieren. Ne? Ist schon echt vertrackt, ne? Mir klar machen, dass ich ihn nicht als Partner will, das würde meines Erachtens auf eine toxische Katastrophe hinauslaufen. Ja, vielleicht könnte man jetzt hier an den Punkt sagen, ja, mein Gott, vielleicht hast du dich halt in jemand anders verliebt, aber was ich, wenn ich das jetzt so richtig sehe, und das kann ich auch nachvollziehen, meinst du zu wissen, ja, der ist ein bisschen, sag ich mal, Menschen sagen wir ja eigentlich nicht, dass sie toxisch sind, aber er begegnet dir halt so ein bisschen toxisch, Lovebombing-mäßig, wird eh nichts draus, der wird eh nur eine Affäre wollen. Und das will ich nicht. Also ich denke schon, dass du das hier richtig einschätzt wahrscheinlich. Ne? Eine Freundin einweihen, das finde ich auf jeden Fall gut. Nichts hat geholfen. Jetzt könnte man natürlich auch einen Partner einweihen, aber auch das ist eine sehr zweischneidige Geschichte. Das kann funktionieren. Kann das Ganze auch ohne Not noch viel schlimmer machen. So, das ist echt vertrackt, ne? Ich werde nicht schlau daraus, warum dieser Mann mich so triggert. Ja, wahrscheinlich erinnert er dich irgendwie an primäre Bezugsperson und er ist vielleicht so ein bisschen, bedient vielleicht diese manipulative Kommunikation so ein bisschen. Das kann ja auch manchmal so, ich, wie gesagt, ich werfe ihm das auch gar nicht vor, also, aber kann ja auch manchmal ein bisschen subtil sein, so ein bisschen mit so Energien spielt, sag ich mal. Letztes Jahr sind wir nach einer Fortbildung zu zweit nach Hause gefahren und er hat mich so richtig geküsst. Ich war total schockiert, weil ich immer geschworen hätte, dass er nicht auf mich steht. Ja, vielleicht stellst du ihn auch ein bisschen auf den Podest und jetzt hat er dich geküsst und jetzt ist das, ist er auch noch total polar. Ja, scheiße. Echt scheiße. Und klar, jetzt können wir wieder sagen, wie kannst du das zulassen? Aber das sind so Sachen, ich würde mal behaupten, das könnte fast jedem passieren, so, ne? Ja, mal ganz ehrlich ist. Ich habe trotzdem mitgemacht, es war surreal. Was mir hier gefällt, ist, dass du nicht so sagst, es ist über mich hereingebrochen. Ja, du sagst, ich habe mitgemacht, genau. Es war surreal, es würde ein Traum wahr. Gut, was ich hier ein bisschen sehen kann, ist, dass du ihn irgendwie auf den Podest stellst. Das füttert natürlich sehr Liebeskummer und Sehnsuchtsgefühle. Und das würde ich mal prüfen, ob das denn so real ist, was du da machst. Weil wenn er wirklich so toll ist, könnte man ja drüber nachdenken. Warum du nicht mit ihm zusammen bist. Ich meine, abgesehen davon, dass er ja selber in einer Beziehung ist und scheinbar, ich meine auch das, dass er sich so einfach küsst und damit ja auch seiner Frau so ein bisschen emotional fremd geht, ein bisschen mehr als emotional sogar. Ja, zeigt ja auch ein bisschen, wie er so steht, ist wieder mal hier so ein Red Pillar, wenn wir in die Hände klatschen, guck mal, Status und zack, zack, zack. Alpha, der Beta sitzt zu Hause. Ja, naja. ich denke, er steht unverändert nicht auf mich. Er hat die Situation einfach nur mitgenommen, weil er gespürt hat, was mit mir los ist und er einfach total geschmeichelt war. Gut, wenn er aber weiß, dass du ja auf ihn stehst und er nicht auf dich steht. Und er weiß, was er da mit dir macht, dann ist es schon ganz schön manipulativ. Aber das ist ja das Problem, dass wir gerade zu diesen manipulativen, charmanten Menschen tritt halt besonders gern mal toxische Verliebtheitsgefühle auf. Ich habe ja auch so einen Verliebtheitstest übrigens auf der Website, ne, wenn das mal machen will.
Wir hatten beide was getrunken. Ach. Ei, 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 ei. Ja. Kann mich auch mal an so eine Situation erinnern, als ich noch mal Single war und ei, genau, auf so einem Seminar und da können schon manchmal wilde Situationen entstehen, ja. Mich hat davor verinnerlicht total entgleisen lassen, Herzschmerz, Panik, Angst um meine Beziehung, dazu das schlechte Gewissen. Auf der Suche nach, ja, also ich weiß auch immer mal, also nicht nur Liebeskummer, auch diesen Glückskurs hin, den kann ich auch wirklich sehr ans Herz legen, weil der genauso grundlegend ist, weil der fokussiert, eigentlich wie alle meine Kurse, darauf, dass wir ein nicht ein emotional orientiertes, sondern werteorientiertes Leben wollen, ne? Und werteorientiertes Leben heißt zum Beispiel, ja, also ich werde nicht irgendwie so einer blöden Verliebtheit nachgehen, wenn das keine Substanz hat. So, das mache ich einfach nicht fertig. Und werde dann nicht so viel drauf geben, so, ne? Und je weniger man drauf gibt und je mehr man eine ganz klare Haltung dazu hat, umso weniger fällt man auch in so eine krasse Verliebtheit. Aber wie gesagt, ich kann das alles verstehen, das ist urmenschlich und wir haben halt dieses System da oben im Kopf, ne? Dieses, eigentlich haben wir alle so ein Liebessucht, also diese potenzielle Fähigkeit zu Liebessucht haben wir eigentlich alle, aber manche halt mehr. Und naja, auf der Suche nach Liebeskummerhilfe habe ich dich gefunden und den Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Lieber Christian, ich bin kein spiritueller Mensch, aber die Übung mit dem Bändertrennen war der Hammer und das Erste, was mir Linderung verschafft hat. Ich sage ja immer, Leute, macht die fucking Kurse, guckt nicht nur die Videos, wirklich. Übrigens fängt auch meine Paartherapie-Ausbildung jetzt an. Nochmal fällt mir gerade ein, weil die jetzt auch bald losgeht. Falls sich noch jemand für interessiert. Und ich habe ja mittlerweile auch, stehe mit der spirituellen oder der ESO-Szene ja auch mittlerweile, ach, ich, sehr auf Kriegsfuß, aber Bänder trennen funktioniert einfach, muss man einfach sagen. Also, was funktioniert? Funktioniert halt, ne? Es hat sich wirklich sehr bewährt. Ich habe endlich verstanden, warum der sporadische Kontakt zu diesem Mann jedes Mal sich wie Koksen anfühlt. Die Shitlist ist übrigens so lang, sie passt nicht auf eine DIN A4-Seite. Das hättest du uns gerne mal ein bisschen was, noch ein bisschen Meat hier mitgeben können. Hätte ich natürlich gern vorgelesen, das, weil so wirkt das ja erstmal so, mein Gott, der ist halt in seiner Polarität, charmant. Er küsst dich im richtigen Moment. Was ist denn jetzt falsch an ihm? Aber ich vermute mal, da gibt es so einiges. Und ja, vielleicht ist er so ein Bad Guy und was weiß ich. Würde gern verstehen, warum mir so etwas passiert ist. Ich fürchte, ich habe liebessüchtige Tendenzen, hielt die aber für überwunden und spätestens durch meine glückliche Partnerschaft ad acta gelegt. Ja, also es ist so ein bisschen, das ist meine Meinung, ja. Es ist so ein bisschen wie bei Drogen insgesamt. Also du kannst, also der Unterschied zu Drogen ist, dass jeder von uns hat diese eingebaute Sucht rund um Romantik und Sexualität und so. Das ist eingebaut in uns, ne? Aber nicht jeder hat eine eingebaute Alkoholsucht oder was weiß ich. Also wenn muss man diese Sachen natürlich ein bisschen trennen. Trotzdem gibt es so Parallelen und wenn du mal Alkohol oder irgendeine andere harte Droge süchtig warst, bleibt man ja immer anfällig, ne? Ist ja bekannt irgendwie. Und das ist mit also wenn man weiß, man neigt zu Liebessucht, bleibt das eigentlich auch so. Du kannst das überwinden, du kannst in eine stabile Beziehung kommen und trotzdem, ja, kannst zum späteren Zeitpunkt im Leben, kannst dich mal wieder von Socken reißen, aber dann hast du schon die gute Hoffnung, dass du weißt, okay, was haben wir hier? Das wird mich wahrscheinlich nur wieder heartbroken zurücklassen. Tut mir nicht gut, wird mich total in den Keller bringen emotional. Ich tue es einfach nicht. Aber trotzdem bleibt diese Anfälligkeit, die vielleicht nicht bei jedem, aber bei vielen bleibt die da. Insofern, ja, er triggert halt wieder in SLAA, Sex and Love Addicts Anonymous, würden die sagen, ist ein unsicherer Mensch. Das ist keine Wertung, ne? Das ist einfach ein unsicherer Mensch, während dein Partner wahrscheinlich ein sicherer Mensch ist. Unsichere Menschen triggern, ja, durch unklares Verhalten, polares Verhalten, ohne dass man eigentlich was von einem will, ja, triggern die dieses ganze heiß-kalt, heiß-kalt.
Lovebombing, Futurefaking, was weiß ich, was er alles macht. Und letztlich befriedigst du wahrscheinlich nur seine Aufmerksamkeitssucht und er ist ja auch komplett illoyal, ist er ja obendrein und naja, also vermute ich mal, weil ich denke mal jetzt nicht, dass du die Einzigste bist, die er mal geküsst hat, aber naja, vermute ich jetzt einfach mal. Ich möchte meine Beziehung weiterleben und wünsche mir meinen Seelenfrieden zurück. Was kann ich tun? Vielen Dank für deinen Rat und liebe Grüße, Anna Tefskola. Ja, jetzt muss ich leider sagen, Kontakt einschränken, ne? Also selbst so weit gehen, zu überlegen, ob dieser berufliche Kontakt sein muss. Kann das nicht jemand anders machen? Kann jemand dich ersetzen? Kann jemand ihn ersetzen? Müssen diese Treffen wirklich sein? Nicht mehr über WhatsApp kommunizieren? Gerade nach diesem Kuss kannst du sagen, sorry, das entspricht einfach nicht meinen Werten und ich würde gerne unseren Kontakt hier mal wieder professionalisieren. Aber wenn das wirklich über 8 Jahre geht, dann muss man dir eigentlich raten, zu versuchen, da auf einen Nullkontakt zu kommen. Auch wenn das hart ist und schwer ist und vielleicht unangenehm ist, das umzusetzen, wäre das wahrscheinlich, also mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, was am besten funktionieren würde. Unter Umständen das Einzige, was so richtig funktioniert, wenn ihr euch immer wieder seht und er dich immer wieder an den Haken holt, ne? Scheinbar passiert das ja, ne? Natürlich, also das ist jetzt, glaube ich, nicht so eine Situation, aber natürlich kann es auch mal sein, wenn sich hier so ein liebessüchtiges Szenario ergibt, würde ich das da nie zu raten. Aber natürlich kann es auch mal sein, dass man sich in jemanden verliebt und jemand entscheidet sich, ja, ich will das Leben, ne? Da muss man halt zu stehen und muss rein Tisch machen irgendwie und mit den Konsequenzen leben, weil das ist, wir alle dürfen uns hier ausprobieren, vor und zurück, wir müssen nur mit den Konsequenzen leben und ich finde, man sollte niemand verscheißern dabei, so. Aber wie gesagt, hier kann man das, glaube ich, nicht empfehlen, weil Liebessucht ist einfach immer scheiße irgendwie. Aber jetzt so grundsätzlich, ja, natürlich, manchmal haben sich Beziehungen ausgelaufen, ne? Das ist einfach so, ne? Wo ich auch mal mit experimentieren würde, ob du deinen Partner nicht ein bisschen polarer kriegst, also ob ihr da nicht mal, vielleicht kannst du es auch aufdecken und ihr fangt dann parallel eine Paartherapie an, wir auch, also das könnte auch, also dieses ganze Geheime, das macht das Redes auch noch so auf, weil es ja nicht wirklich was passiert, also da wird er schon mit klarkommen, denke ich mal, das könnte ich mir auch gut vorstellen und dann mal gemeinsam überlegen, hey, wie kriegen wir hier so ein bisschen mehr Druck rein in die Beziehung, weil was man auch überlegen kann, ist, eure Beziehung, sag ich jetzt mal so ganz drastisch, so ein bisschen zu toxifizieren. Was heißt das? Eure Beziehung vielleicht mal nicht ganz so vorhersehbar zu machen, ne? Vielleicht mal ein bisschen, also das ist so ein bisschen Next Level, sag ich mal, rede ich eigentlich selten drüber, aber ihr könnt ja durchaus zwischen völlig super stabiler, glücklicher Langzeitbeziehung und Liebessucht auf der anderen Seite, Drama am Stock gehen, Liebeskummer, gibt es ja ein weites Spektrum und man kann durchaus sagen, hey, unsere Beziehung ist einfach zu vorhersehbar. Und ja, man kann dann, wie gesagt, vielleicht in der Paartherapie sich Sachen ausdenken, die Unruhe reinbringen. Ne? Das muss jetzt nichts Drastisches sein. Das kann sein, weiß ich nicht, dann Mann sagt, ja, weiß ich nicht, nimm dir eine Woche frei, pack deine Koffer, ich sag dir nicht, wo es hingeht. Weiß ich nicht, also irgendwas, oder jeder macht mal mehr alleine oder was. Also man kann eine Beziehung unsicherer machen und damit, ja, vielleicht hast du so ein Bedürfnis, vielleicht ist es einfach zu ruhig. Wäre auch eine Möglichkeit. Naja, erzähl mir mal, wie es weitergeht. Schreib mir gerne nochmal, würde mich mal interessieren. Und wir sehen uns bald wieder.